Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder. Diesmal mit Jay Chris. Hallo Leute. MTB Crafter. Hallo. Und Tyathloth. Eigentlich müsste ich das lauter aussprechen, das ist groß. Hola compañeros. Warum hast du alles in Caps geschrieben? Bist du eigentlich so aggressiv oder? Ich bin immer aggressiv, aber in dem Fall habe ich es einfach geschrieben, weil einige der Buchstaben da drin ja Zahlen sind und Zahlen sind immer groß geschrieben. Ach so, das sieht dann besser aus. Dann sieht es hässlich aus und ich hasse hässlich. Ja Leute, heute ist volles Chaos. Sieht man daran schon, dass einer wieder wegfährt? Ja. Ja, ich versuche so ein bisschen den Battle Pass voranzubringen. Ich muss die Aufgabe mit den Heavy Tank Kills noch machen. Die Jungs unterstützen mich oder klauen mir Kills, das immer noch. Ja. Ich weiß noch, wir hitten sie einfach nur an und wenn wir sie nur anhitten wollen, platzen sie immer. Ja, immer. Oh verdammt. Immer. Ja, genau. Genau, seitlich am Turm vom T34 nicht durch. Und der Wahnsinn beginnt schon. Ja, ist echt so. Ich guck mal hier runter. Ich guck mal hier runter, was da was quitt. Hat echt Angst, rechts an euch vorbeizufahren. Ja Leute, ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls die Tonabmischung nicht perfekt ist. Ich wurde hier etwas überfallen. Die Abstimmung. Die Abmischung des Tons war etwas hoppla hopp. Also, von ganz hinten kommt auf jeden Fall nichts. Das ist immerhin, schieben wir jetzt mir hier schön zusammen. Es gibt doch gut, was wir zusammennehmen. Ja, jetzt kommt eine P8. LOL! T34 kriegt den erstmal mit Arti. Ja, oh mein Gott. 74er ist durch Arti gestorben und Server antwortet nicht. Also. Na, was? Ist der da? Ja, wir sind eben schon mal komplett rausgeflogen aus dem Spiel. Und die Server wieder Schluck auf. Ja. Also hier steht der 85. Da stand der 85, durch den ich seitlich nicht durchgekommen bin. Oh, da steht aber noch was. So, geht doch. So, jetzt sind es nur noch 24 Kills. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Ich glaube um die 20. Ich weiß es auch nicht, ich hab jetzt geraten. Ich muss ehrlich zugeben, Heavy Tanks fahre ich in letzter Zeta gar nicht mehr so häufig, weil die absolut aus der Meta rausgefallen sind. Rechts sind welche hinter A. Oh. David. Ja. Okay, du hast ihn. Sehr gut. Das war aber verflucht knapp. Also ich glaube, der wollte gerade drücken. Das war dieser Moment, den ich auch oft habe, wenn der Gegner mich in dem Moment tötet, wo nachgeladen ist. Ja, also der. Ich liebe diese eine Sekunde dann. Ja, ja, ja. Da wo du dir denkst, what? Das ist eine Sekunde, die sich anfühlt wie 10. Da ist 85er. Rechts ist was, ja, der steht ja, da ja, perfekt. Ja, der kennt 85. Critical, du mich auch. So, oh verdammt, das meinte ich, ich habe auf die Kette unten geschossen. Ja, nee, das kannst du nicht machen, also, ja. Ich wollte doch nur die 8, wenn die 8-8er durchkommt vorne, im Hauptrumpf, ist vorbei. Hi. Ja. Sehr schön. Snap. Ja, gut. Mein Gott. Das meine ich, wenn ich sonst in einem T-Finish auf die Kette schieße und den Kill haben will, passiert ja, ja, nichts. Immer nur jetzt will entweder ich nur Abpraller oder nur Assist, genau. Oh mein Gott, oh, oh. Hey, Bomben. Okay, die waren klein. Wenn ich gegen Russen spiele eine Bombe höre, habe ich immer sofort PE8. Nee, Angst. Nee, die PE8-Bombe klingt größer. Ja, aber es hört sich echt mittlerweile wie so ein schlechter Witz an, ne? Oder der Anfang eines schlechten Witz. Kommt eine PE8 angeflogen. Genau. Außer also sieht man dann immer den Schatten. Wenn es dunkel wird, dann kommt die Bombe. Was war denn deine Mission, ey? Oh. Mich rausbomben. Ja, nee, ich meinte die Flak, die mich gerade angegriffen hat im M16. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Was könnten wir denn hier noch Gutes gebrauchen? Ich geh mal. Ich glaube, nach der Runde muss ich. Oder kommt was? Ja. Ich geh mal hier bei B helfen. Danke dir. Oh, Andi, dass du dich einfach weggekillt hast. Ich hab dann extra angehalten, ich. Ja, alles gut, alles gut. Ja, ja.
Da ist aber noch was. Da ist noch einer. Ja. Oh. Der gehört dir. Joa. Der ist einfach rausgefahren. Der hat mich gar nicht gesehen. Perfekt. Sieht ihr dann so, klappt das auch schnell mit dem Killfeed. Ja. Ausnahmsweise helfen wir dir auch mal vor der Kamera. Ja. Also hinter der Kamera sind die Jungs immer super umgänglich. Nein, sind sie nicht. ja, aber nein. Genau. Vor der Kamera ist einfach hier so Lampenfieber und so, weißt du? Wir sind halt nicht so YouTuber wie du. Du Röhrer, ja. Bei Flugzeuge in der Luft, mal gucken, ob ich was tun kann. Lol. Oh, hier ist einer bei mir, aber... Ja, du bist alleine. Fliegt gerade nicht einer von uns? Ja, ich schon, aber hast ich bin Bombe? In eine BF ohne Bomben. Nee. Ah, okay. Ist er tot? M18? Ja, okay. Boah, was soll der Geiz direkt im nächsten Heavy? Drittes Flugzeug kommt. Braucht ihr Hilfe in der Luft? Also es sind drei Flugzeuge? Ja, jetzt bin ich in einem Panzer leider. Ja, nee, dann mach das, du musst sowieso ja Heavy und so Quatsch. Hier ist ein T95. Der E1 oder der normale? Der kleine. Verdammt, P40 hat mich rausgebombt. Okay, ich werde hinten. Nee, ich werde nicht hinten umfahren. Steig mal in eine Flak und guck mal, dass ich da. Ja, auch in der Flak. Der Typ von Altai. Ah nee, never mind, David hat ihn, sehr schön. Gut, dann spreche ich wieder ab. TU2 ist echt böse. Was hat die 2 500 Kilo Bomben oder 4 sogar? Also gestern bin ich 4 oder 5 Mal von den TU2s gekillt worden. Macht echt nicht ganz so viel Spaß, wie man gerne hat. Hey Lukas. Ich lebe noch, aber ich kann nicht mehr schießen. Ich bin gleich da, ich kann dich reparieren. Erstaunlicherweise nur meine Ketten und meine Kanone weg. Was ist mit deiner RNG gerade los, ey? Läuft bei mir, ne? Ja. Aber habe ich die Hellcat gerade auch gekillt? Hat die sich gesprengt? Hellcat ist gestorben, ja. Ah, sehr also schön. Direkt bei B ist... Noch ein Heavy. Der ist ein Heavy. Genau. Es hat ein dickes Rohr. Ist links von uns, also... Ja. Hm, ich wollte jetzt noch nicht vorfahren, weil ich dann vor deine Nase fahre. Ups, genau das meine ich. Habt ihr irgendwo weiche Ziele? Ist der T95 in B gestorben? Hab ich nicht gesehen. Das konnte gar kein T95, so war da T95. Da ist einer. Und hier direkt in der Mitte. Also bei A ist ein Light, ne? Das ist der M41, der mich vorher gekillt hat. Das würde ich weich nennen. Liegt noch irgendwas Geflügeltes? Ja, mit viel Fantasie, ja. Ich sehe erstmal keine Flugzeuge, aber es muss echt nichts heißen. Probier mal. Auf den. Ich höre auf jeden Fall was fliegen, aber ich glaube, das war ja gerade Andi. Ich bin auf A angeflogen, ja. Das ist bestimmt wieder Rubberbanding. Also, die Server sind heute wirklich ein bisschen. Au! Sehr angenehm, ja. Oh, da kommt was Viermotoriges. P8, oh mein Gott, ich wusste es. Ja, das ist eine Hellcat da hinten. Die nicht nach PE8 aus, oder? Ich kann nicht mehr schießen. Doch, das sieht nach einer PE8 aus. Ich weiß es nicht. So, ich fahr jetzt zu A rüber, sonst verlieren wir. David, das ist nur die Angst. Für dich sieht alles wie eine PE8. Oder wir pushen C. Da sind, glaube ich, gerade die wenigsten. Nee, es ist keine PE8. Hauptsache, wir gehen raus aus dem Punkt hier, wo gerade die gleich bestimmt die PE8 reinwirft. Ich fange sie. Aber ich fahr zu C rüber. Ja, ich fahre. Ah, fahr so ja. Ich fahre da mal aus dem Spawn raus. Mach das mal, weil Spawn die Fahrt könnten, aber auf, das hier war irgendwo nicht höre ich was. Ja, direkt hier. Halt die Klappe, wie hast der mich denn nicht gepennt? Oh, an der 18 hat mich rausgebracht. War eine B17G. Und die hat mich gesagt, bei Storm geraucht. Im Park ist noch eine M18. So, jetzt wird hier mal aufgeräumt. Geht ja mal gar nicht. So, auf dem Park ist noch eine M18, ne? Ja, ich hab's gehört. Da war auch noch ein M4. Wo war die M18 ungefähr? Da, wo ich gerade geklickt habe, mittendrin. Okay.
So, sorry, B17 ist gekrittet, aber immer noch in der Luft leider. Ich höre Davids Schüsse gar nicht, das ist ein komischer Bug. Ja, ja, das habe ich aber auch öfter. Wenn Schnellfeuerkanonen länger feuern, hörst du sie irgendwann nicht mehr. Ja, hatte ich gestern noch ein paar Mal. Gut, ernsthaft, in B? In B? Manche MGs fressen das ganze Spiel lang. Da ist ein Sherman in B. Au. Okay. Ja, KV-220 fährt jetzt in unseren Spawn rein. Ich bin raus. Unser Flak hat sich gerade selbst zerstört. Ich habe echt Panik bekommen. That was rude. We need to put more pressure on the enemy. They're winning. No shit, they're winning. Sachen gibt's. Und ich bin tot. Oder? KV-220 ist, glaube ich, echt ein schwieriges Ziel. Entweder Kommandantenluke mit dem MG-Turm oben drauf oder direkt neben die Kanone, wo es flach wird. Mit einer Flak? Als Ostwind 2. Ja, auf jeden Fall! Ja. Ich habe noch eine Wirbelwind bei mir. Kann nichts schief gehen. Ach, Focke, was war das denn? Oh, das ist noch ein Heavy, cool. Oh, verdammt, da kommt er ja. Markier mir ein Ziel, dann nehme ich ihn von oben raus. Da ist. Direkt bei unserem Spawn. Zwei Gegner Jumbo und KV. Okay, die Lights überleben es natürlich. Okay, ja, ich hatte gerade auch so ein Rubberbanding. Hattet ihr das unten auch? Immer wieder, ja. Ja, immer wieder zwischendurch. Das ist der Heavy. Schöne Sache. Jetzt blind? Wo ist denn der Heavy? Anderer Spawn. Ach so! Direkt vor mir ist eine Hellcat. Ah? Also ich flieg nur deine gelbe Marke an, ne? Oh verdammt. Ja, ja, und so 10 Meter vor ihm ist dann die Hellcat. Aber das ist neben dir der Heavy gewesen. Und er hat okay. Natürlich mir die Kanone gezogen, mein Gott. Markieren mir, genau. Ja, kann ich nicht mehr, quer vorbei. Ich habe dreimal versucht, aber vor mir war eine Leiche und ich konnte... Achso, aber hast du mal aus der Kommandantensicht versucht? Nee, ich musste gerade mich um mein Leben drehen und ich hatte immer wieder nur kurz Zeit, um klicken und direkt weiter zu interagieren. Chief, ein Number of specific kill streaks. Ach Gott, schon wieder Sonntag. ja, Leute, das seht ihr gerade nicht. Mein Tiger ist voll ausgebaut, natürlich. Ne, den E bin ich kaum gefahren. Den H1, der war ja viel länger drin, den habe ich ausgebaut, aber der E gar nicht. 11 Kills, Lukas, Respekt. Kriegt echt, waren nur... so viele? Ja. Mhm. Der kriegt ja auch Video nur irgendwie immer. Einen 0-4er-Update hier vom Battle Rating, weil er einen MG oben drauf hat. Das ist auch super. Auch immer erstmal das da. Wo ist es? Ja, 8 Kills für immer noch. Das kriegen wir noch. Ja, sehr gut. Nächste Runde jetzt hier direkt weiter so machen. David, bist du noch da oder hast dein Internet schon wieder? Schaffen wir die in 10 Minuten? Könnten wir. Ja, dann probieren wir es mal. Kommt drauf an, wie schnell wir sterben. David sterbt einfach ganz schnell, dann ist eh irrelevant. Ja, Davids Internetprobleme sind leider immer noch vorhanden. Wir beten Minuten. Für ihn. Für seine Fritzbox oder was auch immer er da unten im Keller hat. Na, an der Fritzbox liegt's ja nicht. Wir hätten warten sollen. Ja. Ich glaube im ganzen Spiel 50-50. Ich mag ungefähr die Hälfte der Maps, alle anderen mag ich gar nicht. Ist eher so 30-70 bei mir. Die du magst, die du nicht magst? Ich, 30 mag ich. Okay, ja. Ich war zu zäh. Und natürlich wieder volles Abtier, wie soll's anders sein? Aber das hat mich ja gerade auch nicht aufgehalten.
Nehmen wir ein paar weniger Schuss mit. Beim Tiger habe ich 35 dabei, wobei das auch noch zu viel ist eigentlich. Red. Stehe ich denn hier? Oh Mann. Ich sehe schon, Andi, du machst mir nach. Nee, aber nicht so. Die letzten drei Mal bin ich in der B von genau da getötet worden. Seit ich weiß, was. Nein, ich meine mit der Flagge. Achso, ja, ja, klar, natürlich. I please you. Du hast mich damals auf die Idee gebracht und seitdem ist die Flagge ein fester Bestandteil aller. Es passt halt einfach super. Das ist großartig. Also, ich liebe die Flagge. Mip, mip. Ui, oh mein Gott, was ist jetzt passiert? Fahr! Ich kann nicht! Ich sterb jetzt gleich wegen dir! Crazy people in the house. Ja. Oh, ja, da oben ist schon was. Ja, ich bin hinterm Stein, tangiert mich nicht. Das ist eine Hellcat. Schmeiß mal Arti hin. Also, nee, ja, ja. Hab ich. Oh, ja, verdammt, falsch. Ja, ich auch. Oh ja, da steht er sogar ziemlich offen, der Idiot. Ja, der eine war gerade irgendwie so ein bisschen braindead. Nö, gerade ist auch M18, ich kann machen, was ich will. Oh, von wo war der? Ach ne, das war Arti, oder? Artillerie, ja. Irgendwas abgekriegt? Ich nicht. Ah doch, meine Reifen sind, drei davon sind ein bisschen orange. Ein bisschen orange nach Arti. Ja. Wie war das, das Würfelglück ist nur mit mir? Au. Hey, ich hab halt schon meinen Super Boss an einem Moment gehabt. Ich weiß nicht, ob du das in Discord gelesen hast. Ja, hab ich. Nice, Andy, nice. Sehr schön. Double Kill. Okay, auch nicht übel. Kann man machen. Ja, hatte ich vorhin auch schon. Nur einer von denen war quasi ein Teammate. Mit der AT. Och ja, war passiert, passiert. Ja, was halten die sich auch da auf, ne? Ehrlich. Ja, mal. Ernsthaft, was soll das? Für alle, die es halt nicht mitbekommen haben im Discord oder so. Ich hatte heute Morgen mein erstes Spiel. Wir hatten einem Team, mit der uns übelst beleidigt, weil wir halt verloren haben. Also richtig unterste Schublade. Im nächsten Spiel habe ich ihn wieder getroffen im Gegnerteam und habe ihn direkt mit Arti getötet am Anfang der Runde. Und das hat sich so befriedigend. Ja, das hat sich so befriedigend angefühlt. Seitdem kann hat er geflamed? Nee, leider nicht. Obwohl ich ihn angeschrieben habe. Verdammt. Aber heute kann Borsana mich jetzt nicht mehr ärgern. Da ist einer. Okay, ist raus. Ja. Yeah. Soll ich ein Flugzeug nehmen oder ist die Luft erstmal rein? Naja, wenn du Bomben hast, kannst du es gerne machen. Bomben haben, Bomben benutzen können, sind ja zwei verschiedene Quatsch. Was? Aber okay. Was? Ich bin beim M42 abgeprallt. Also RNG ist heute echt. Ja, teilweise auf meiner Seite und teilweise gar nicht. Au. Jetzt dann habe ich als T-114 einige Schüsse quasi an mir abprallen sehen. RNG ist echt so eine Sache. Mein Kill. Geh weg. Also ich hab eine Tonne dabei, wenn ihr was Vernünftiges markiert, dann bemühe ich mich. Schade. Habt ihr was irgendwo, wo ihr steht? Ja gut, im feindlichen Spawn, aber sonst nicht. Okay, ich sehe dann rechts bei A was, ich probiere mal dort zu bomben. Dann kriegt die halt keine Unterstützung. Attention to the map! Nein. Einfach nur nein. Aua. Verdammt. Was ist deine Mission, Kumpel? Was das denn? Warum Mission? Manche haben keine Mission, die wollen einfach nur aus Spaß und der Freude sterben. Gönnt denen das doch. Ja, schießt gerade unserem Hori einer in den Rücken? Ja, das war unser eigener Mann. Ach so, ich dachte schon. David, ist was bei dir in der Nähe? Oh, ja. Da tut was. Da vorne. Nicht, dass ich wüsste. Das ist die T-34-Flak. Trau dich das nochmal, Kumpel. Trau dich das nochmal. Komm, ich präsentiere dir meine Seite. Du willst es doch auch. Lukas ist voll dabei. Ja, ja. Na, fünf fehlen noch.
Nein, ich meinte eher emotional im Moment. Ach, Hori! Also das war ja wohl assi. So, lass uns mal Richtung B dann fahren. Oder willst du jetzt hier bleiben und alle abschießen? Nee, will ich nicht, aber da ist gerade ein Jumbo gespawnt. Oben ist einer, ja. Ich sehe es, ich habe ihn gespottet. Fahr runter, fahr runter, fahr runter. Ja, du willst es doch auch. Ein bisschen runter, ein bisschen bergab fahren. Und da ist noch ein T-34 gespawnt. Verdammt. Mahlzeit, Jungs, Mahlzeit. Dann beschäftigt ihr die und dann kann ich vielleicht jetzt noch so wenig hochschlafen. Ohne dass mir einer in den Rücken schießt. Verdammt! Jumbo frontal mit dem Tiger ist eine Herausforderung. Leider tricky, das stimmt, ja. Aber wenn man ein bisschen RNG-Glück hat, kommt man durch die Luke durch. Ja, ich wollte doch gerade hier wegfahren. Schießen. Hört auf, mich zu beballern, dann bin ich auch weg. Oh, mach's gut. Okay, sehr dann mach gut. Ich's halt. Schöne Abschlusshilfen hier. Ich fühle mich gerade echt schlecht. Nein, du brauchst Kills, also passt. Ja, natürlich brauche ich Kills, aber ich muss sie ja nicht im Spawn farmen. Hey, das machen 78% der anderen Spieler auch. Also. Jetzt spawnt der nächste, ich komme hier nicht weg. Och, du tust uns ja so leid. Ja! Der hat mich auch einfach weggeknackt. Was ein gutes Recht war. Verdammt, mir fehlen noch 1000 Punkte, dann hätte ich mit der Nuke schmeißen können. Du bist jetzt auch alleine. Ja, was? Wer ist wo alleine? Du bist alleine, ich bin gestorben. Ich bin vor dir gestorben. Achso, das hab ich. Aber okay. Mir immer vorwerfen, ich achte nicht drauf, aber selber, ne? Ach, die sind auch beide im Flugzeug gespawnt, das ist doch toll. Ach, das ist doch Kommunikation, ne? Da sind zwei feindliche Flieger, einer bei unserer 410. Ja, wir haben ja noch 109 dabei. Wie kann das regeln? Was? 109? Am Arsch! Ja, mal bei David gucken nach dem Panzer. Ach, nevermind. Hey, au, da kommt die Instant-Rache. Autschen. Da kann ich, glaube ich, leider nicht hinschießen. Wow. Oder? Na doch, wenn ich jetzt richtig anfliege. Und das nächste Flugzeug, weil es so schön ist. Ist er dann noch auf der Brücke oder ist er reingefahren? Also T-44 war eine Brücke, den habe ich geholt, falls du das meinst. Ah, okay, ja, sehr gut. Dann ist da auf der anderen Seite, glaube ich, noch einer. Ab jetzt, genau. Ich habe jetzt irgendwas. Einen habe ich da noch eben beim ersten Mal Flugbrennen. Da ist einer. Ich habe gerade markiert, ich bin leider gestorben. Falls einer Bomben hat. Okay, welche 410 fliegst du? Die mit der 30er und der 90mm Pen. Okay. Die auf 5.3. Kannst du das Ziel auch nochmal markieren, was er gerade markiert hat, grob? Ich such's. Jetzt eigentlich direkt bei B, wenn du über B fliegst. Du kannst es auch auf der Map markieren, die Markierung sehen wir auch. Hier unten. Direkt bei B ist jetzt Medium gesichtet worden. Ach, das hab ich markiert und bin dadurch nicht überhaupt dadurch nicht hochgezogen. Nein. Priorität. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, bei dem sowas passiert. Guck mal, durch meine Explosion zeige ich dir, wo der Gegner ist, genau. Das passiert mir öfter, als ich zugehen möchte. Okay. Ist David noch im Match? Ja. Was ist da bei A? Ne, hier ist 2. Bei mir. Ich schredder sie. Okay, kann nicht mehr fahren. Russian Bias. Wenn du dich aufhörst, um mich zu feuern, du Flack, dann hole ich dich. Okay. Hast du versucht gerade den Gegner zu beleidigen? Hast du gesagt, er ist eine Flack? Ja. Du Flack, ganz schlimm, du? Ne? Ah, furchtbar. Okay, das hat nicht so funktioniert, wie ich es mir gedacht habe.
Falscher Winkel. Russen von vorne anfliegen mit der 90mm Pen ist nicht so gut. Nee. Dann mache ich jetzt halt von hinten. Ach, oder von oben. Ja, du doch auch. Beep, 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 beep. Ich flieg die IS nochmal an. Lecker kalter Kaffee. Ah, okay. Sehr gut. Schöne Sache. Das hat er verdient, weil er versucht hat, Spaß zu haben. Ja. Spaß. Während wir Spaß bei haben. Bei Backlander? Oh, oh, nee, das geht nicht. Andere Leute dürfen keinen Spaß haben, während wir Spaß haben. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht. Hallo, das ist ein Sakrileg. Hör auf, sowas zu behaupten. Eben. Immer nur ein Squad auf einmal. Ketzer, ja? Macht ihn raus. Ketzer. Exterminatus anordnen. Ja, kommt gleich die Gaijin-Inquisition. Oder so wie bei Stell dir mal so ein Spiel wie War Thunder im 40k-Universum vor. Das wäre voll geil. Echt? Wäre das was für dich? Ja, natürlich. Hat jemand von euch eine Flak am Start? Gerade nicht, nein. Nope. Es ist auch gerade keine auf dem Schlachtfeld. Hat jemand von euch ein feindliches Ziel am Start? Leider nicht. Mm-mm. Ich suche auch schon verzweifelt jemanden, dem ich Hallo sagen kann. Also bei deren linken Spawn war eben noch ein Heavy. Also auf jeden Fall höre ich da unten Bewegungen. Es sind ja nur noch zwei Gegner als jetzt. Das könnte aber auch da. Ah ne, da oben auf der Brücke ist das, genau. Schön, David. Kriegst du's? Hat sich in die Luft gehabt. Lern treffen, du Schmock! Ich dachte, du Flak wäre jetzt die neue Beleidigung. Ja, hinter mir hängt ein Jäger, der hat mich nicht wirklich beschädigt. Also schon beschädigt, aber nicht genug. Ich bin heute jedes Mal quasi angezündet worden, sobald einer hinter mir war, und bin jedes Mal nicht mehr gelöscht worden. Heute hatte ich echt Glück, und ich glaube, dabei überlassen wir es auch, solange David jetzt auch noch da ist. Ja, ich wundere mich etwas, aber ja, das sollte ich. Also ich bin zufrieden mit heute. Es war mal, nach den letzten Folgen mal was richtig Gutes heute. Ja, Leute, einmal ich hoffe, euch hat war das... mal erst, ne? Ja, die Schnauze, ich moderiere hier gerade ab, ja? Me sorry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Ich hoffe, meine Teammates hatten auch Spaß. Jetzt darfst du reden. Ich wollte nur sagen, zwei Gefechte, zweimal Erster. Was willst du mehr? Dreimal Erster in zwei Gefechten. Nach den letzten Folgen mit dem Safans hast du mal was ganz anderes. Du kannst das Spiel doch. Yes, you can. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschö. Ciao.